Ja, hallo zusammen. Willkommen bei meinem neuesten Video. Ich bin der Jörg, für alle, die mich noch nicht kennen. Heute geht es auch um ein Technikthema, allerdings aus unserem neuen Studio, unserer schönen Küche. Und zwar beschäftigen wir uns auch mit dem Küchenthema. Ich zeige euch mal, um was es geht, nämlich um den Thermomix. Kennen ja wahrscheinlich sehr viele. Und warum wir ausgerechnet wegen dem Thermomix heute ein Video machen, das seht ihr nach dem Intro. Ja, kurz zur Geschichte. Alle, die den Thermomix nicht kennen, die sollten ihn unbedingt kennenlernen, aus meiner Sicht, weil wir nutzen den in der Tat in unserer Familie schon etwas länger. Wir hatten also den Vorgänger. Hier abgebildet ist jetzt der TM5 und wir hatten vorher schon den TM4. Und das ist ein Küchengerät, ein Wunder-Küchengerät. Man kann hier mit kochen, garen, alles wunderbar nach Anleitung mit 1 Million Rezepte und das sehr komfortabel. Man kann vor allen Dingen, und das ist das, was wir gemeinsam so genießen daran, nebenbei auch noch andere Sachen machen. Denn der eigentliche Kochvorgang ist meistens auf Zusammenfügen von verschiedenen Produkten oder Zutaten darauf beschränkt, und dann kann man den Thermomix in der Regel alleine lassen und er kocht vor sich hin, gibt dann Alarm, wenn er Hilfe braucht, dann kann man den nächsten Schritt einleiten. Also aus meiner Sicht ein perfektes Küchengerät. Aber ich bin nicht hier, um für den Thermomix Werbung zu machen. Darum geht es mir nicht, sondern wir haben eine Hot News, die ist jetzt seit Freitag online, und zwar hat die Firma Vorwerk den TM6 auf den Markt gebracht, was grundsätzlich auch noch nicht besonders ist. Eine Firma entwickelt sich weiter, aber die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, das hat einen riesen Shitstorm hier auf sich gerufen. Ich möchte euch mal im Grunde genommen dazu ein paar Eindrücke zeigen. Ich habe hier auf der Facebook-Seite mal rumgesurft. Wir gehen mal dahin. Und da könnt ihr das sehen. Also wir sind hier auf der offiziellen und vor allen Dingen für alle sichtbaren Facebook-Seite. Das heißt, ihr könnt hier auch drauf gehen und euch selber hier die Seite mal anschauen. Und dann guckt ihr euch mit dem Stand heute, wir haben den 12.03., den Post vom Freitag, den 8. März mal genauer an. Und dann seht ihr da, dass wir uns hier auch über 4.156 Kommentare unterhalten und dass dieser Beitrag 443.000 Mal aufgerufen wurde und 4.411 Mal geteilt. Das liegt daran, dass der Thermomix sehr begehrt ist. Jetzt haben die allerdings nicht alle hier Hurra geschrien und ihr seid die Besten, sondern hier ging es tatsächlich darum, dass die Kunden nicht informiert wurden, dass es einen neuen Thermomix gibt. Und das ist natürlich keine feine englische Art. Denn wir reden ja jetzt hier nicht von einem Konzern wie Apple, der regelmäßig seine Events abhält. Jetzt im März findet ja wieder einer statt. Wurde ja erst die Tage angekündigt. Sondern wir reden hier von einem deutschen soliden Hersteller, der letztendlich aus meiner Sicht eine ganz andere Politik im Rahmen seiner Kundenkommunikation halten muss. Und das ist hier gehörig schiefgegangen. Denn ich weiß selber, wie lange wir überlegt haben, einen Thermomix zu kaufen. Denn wir geben hier über 1000 Euro für so ein Kochgerät aus und das gehört sich dann schon gut überlegt. Jetzt werden natürlich andere sagen, mein Smartphone kostet auch 1000 Euro, aber das ist ja was anderes. Wir reden ja hier von der Küche und hier haben wir in der Tat eine ganz schlechte Ausgangssituation, denn ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Die Thermomix, die verkauft den ja nur, also die Firma Vorwerk verkauft den Thermomix ja nur über Repräsentanten und die wussten auch nicht Bescheid. Also haben wir folgende Situation. Ich halte am Freitag Nachmittag einen schönen Beitrag, möchte meinen Thermomix an Mann bringen,
Die Kunden fragen mich noch, ja, super, ist ja ein aktuelles Gerät, kommt denn bald ein neuer raus? Ich sage, nein, kommt kein neuer raus. Also ich nicht, sondern der Repräsentant. Ich bin selber kein Repräsentant. Und gehe dann hin, bestelle den Thermomix Freitagabend und gehe dann in voller Vorfreude abends auf die Seite und muss dann feststellen, ach du meine Güte, hier ist ordentlich was schief gelaufen. Das teure Gerät, was ich gerade gekauft habe, ist veraltet. Und das ist absolut nicht möglich, also absolut nicht sinnvoll. Also, so kann man normalerweise mit seinen Kunden nicht umgehen. Und das sehen halt auch viele andere Kunden. Ich habe hier mal repräsentativ 4 Beiträge rausgesucht. Einmal wird davon berichtet, dass jetzt hier sofort ein Kunde ein Umtauschangebot wünscht, die gibt es zu haufenweise. Mittlerweile hat Vorwerk auch eingelenkt und bietet zumindest einem Teil der Kunden, die vor kurzem erst den Thermomix geordert haben, irgendeine Umtauschmöglichkeit an. Hier schreibt der Kunde, das ist das Allerletzte, so geht man nicht mit Kunden um. Dann anderer Kunde gratuliert Firma Vorwerk zu dem Shitstorm der verärgerten Kundschaft, ne? Selten so eine verunglückte Markeneinführung gesehen. Das liegt natürlich daran, dass, wenn ich hier keinen Bescheid gebe, keinen Bescheid sage, nicht mal meinen eigenen Vertriebsleuten Bescheid sage, dann können sich die Kunden nicht dran gewöhnen. Wenn ich jetzt einen Modellwechsel im Pkw-Bereich habe, mal als Beispiel, ich wechsle also jetzt meinen Pkw und ich kaufe mir den neuen Golf und weiß, im Frühjahr kommt der nächste neue Golf raus, dann kann ich entscheiden. Kaufe ich mir jetzt noch den oder halt nicht. Aber wollte sich wahrscheinlich Vorwerk hier nicht das Weihnachtsgeschäft versauen? Lässt sich ja so vermuten. Ne? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mich entschieden hätte, den neuen Thermomix zu holen, da hätte ich doch garantiert bis März gewartet und hätte mir den dann vielleicht nicht Weihnachten geholt. Das ist hier natürlich berechtigtes Gemecker der Kunden. Da bin ich absolut bei denen. Dann schreibt sogar hier die Repräsentantin, ich als Repräsentantin finde es absolut nicht in Ordnung, dass wir nicht vorher informiert wurden. Sehe ich genauso, ich möchte das Ding verkaufen als Repräsentant und kriege jetzt natürlich meine 1000 Kundenanrufe, ja, du hast mir ein altes Ding verkauft. So geht das nicht. Absolut nicht. Und das kann man also auch nicht machen. Hier ist ein anderer Kunde. Ich als Ehemann einer verärgerten Neubesitzerin des TM5s möchte jetzt mal versuchen, euch das so zu erklären, dass ihr versteht, warum die ganze TM-Begeisterung hier jetzt berechtigt auf die Barrikaden gehen. Also der hat ein Riesenpamphlet darunter geschrieben, also zig Seiten. Möchte ich euch jetzt auch nicht weiter vorlesen. Könnt ihr euch alles bei der Firma Vorwerk auf der Seite Thermomix Deutschland anschauen. Ja, das wollte ich nur mal loswerden. So geht's ja nicht. Jetzt hätte ich gerne natürlich eure Meinung dazu gewusst. Bitte seid so lieb und schreibt mal unten in die Kommentare, was haltet ihr von so einem Geschäftsgebaren? Ich meine, immerhin geht's hier um ein Gerät von über 1000 Euro. Der neue TM6 ist sogar noch teurer. Aus meiner Sicht kann man sowas nicht machen. Also hier muss dringend was gemacht werden. Schreibt doch mal vielleicht auch in die Kommentare, ob ihr selber einen Thermomix habt, ob ihr überhaupt einen kaufen würdet oder ob ihr sagt, was ein Humbug, ich mache mir meine Dose Ravioli warm, das muss reichen. Und deswegen möchte ich auch euch jetzt gar nicht länger mit dem Thema aufhalten. Sollte euch das Video gefallen haben, natürlich wie immer Daumen hoch und bitte hier an der Stelle nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke anzuschalten. Dann bekommt ihr natürlich solche Hot News in der Zukunft auch immer pünktlich mitgeteilt. Ich sage hier erstmal Tschüss, bis zum nächsten Video.